Siehe auch Video 271. Wir verbinden uns mit dem Stamm, sind dann auch geschützt, haben es nicht mehr nötig, gegen die Oberen zu schimpfen, dargestellt hier als Karnix, dieses krächzende Instrument, mit dem man Angst einflößen möchte, zum Beispiel mit Demonstrationen, haben wir nicht mehr nötig. Wenn wir zu einem respektiv einer Weisen werden. Hier der bereits im Scheitelchakra das Krafttier hat, also die Information vom höheren Selbst aus dem Kosmos nutzen kann. Das ist bereits der Fall, wenn wir uns zu einem Trance-Dance-Training entscheiden, womit wir den Zustand der Erkenntnis im Alltag auch integrieren können. Plus dann, dass wir uns für die schamanische Reorganisation entscheiden. Das bedeutet, dass wir wählen, die Erkenntnisse auch im Alltag zu integrieren. Das heißt, wir verändern unser Verhalten und wir bringen diese Information in den materiellen Lebensalltag hinein. Nicht nur, dass wir davon wissen, sondern wir leben das dann auch. Hier als dienenden Anführer marschieren wir hier in Richtung der Verwandlung, die dann stattfinden kann, sobald wir hier auch genügend fortgeschritten sind, uns mit dem Stamm verbunden haben und die Kraft der Wurzel genießen können, findet dann diese Verwandlung statt, sodass wir zu den Oberen gehören, die wir vorher beschimpft haben, die wir als ungerecht empfunden haben. Gibt's natürlich auch, aber nicht, wenn es Leute sind dann wie wir, die allesamt dann mit dem Krafttier der Information aus dem Kosmos ausgestattet sind und uns von dort her führen lassen. Siehe auch das Video 109, Level 10. Einen Posten musst du haben oder dich verbünden. Dazu gibt es die Möglichkeit, in diesem Netzwerk von C&T mitzumachen oder in einer vertiefteren Form eine Assistenz anzunehmen oder eine andere Form von Mitarbeit mit Consulting and Trainers gemäß individueller Vereinbarung.